A3.0. Die nachfolgende Skizze zeigt den Axialschnitt eines Rotationskörpers mit der Rotationsachse ME und dient als Vorlage für eine Lampe, die aus einer Plexiglasscheibe und einem Lampenschirm besteht. Es gilt AB sind 45, BC 2, KL 36, ME 13,5 und MF 12 cm. Für den Durchmesser GH des Halbkreisbogens HG gilt, GH sind 9 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A3.1. Berechnen Sie das Volumen V der Plexiglasscheibe. Es soll hier das Volumen berechnet werden, und zwar nur der Plexiglasscheibe. Wenn wir in der Zeichnung schauen, was ist die Plexiglasscheibe, bekommen wir hier das untere Rechteck, dieses grau eingefärbte. Da wir einen Rotationskörper haben, können wir uns überlegen, wenn dieses Rechteck anfängt, um diese Rotationsachse zu rotieren, entsteht daraus ein Zylinder. Und jetzt brauchen wir noch die Volumenformel des Zylinders. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 38, wo es heißt, V ist gleich R² mal Pi mal H. Also wir brauchen den Radius und wir brauchen die Höhe des Zylinders. Dann schauen wir mal nach, ob alles schon gegeben ist. Hier haben wir AB mit 45 cm, das ist also die untere Strecke. Den Radius bekommen wir also dadurch, dass wir AB halbieren. Dann brauchen wir noch die Höhe, das wäre die Strecke BC und die ist hier angegeben mit 2 cm. Es sind also alle Größen im Prinzip bekannt und wir können das Volumen gleich ausrechnen. Daraus folgt also, das Volumen ist die Strecke AB geteilt durch 2 zum Quadrat, das ist hier unser Radius, mal Pi und jetzt mal die Strecke BC. Setzen wir noch die bekannten Größen ein. AB waren 45 cm und BC 2 cm. Also 45 geteilt durch 2 zum Quadrat mal Pi mal, nochmal nachschauen, 2 cm. Das kann man jetzt so in den Taschenrechner eingeben und kriegt dann ein Volumen von 3180,86 Kubikzentimeter. Aufpassen hier, es soll ja auf zwei Nachkommastellen gerundet werden.